Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär TV Interview. Sie sehen meinen heutigen Gast schon an meiner Seite. Florian Söllner ist bei mir. Hallo. Hallo. Wir starten heute mal mit einem Index in die Sendung, mit dem deutschen Leitindex. In dieser Woche hat es ja relativ schwer. Er ist ordentlich im Minus, auch jetzt schon am Freitag, aber auch gestern hat er Verluste verzeichnet. Ich habe mal den letzten Aktionär, beziehungsweise ja schon letzten Aktionär aus dem Jahr 2017 mitgebracht. Das war die Jahreswechselausgabe quasi. Und da habt ihr, also die Redaktion von der Aktionär, ja getippt, wo der DAX Ende dieses Jahres stehen könnte. Und ich glaube, du warst ziemlich bärisch, du hast 11.777 Punkte getippt. Ist das noch aktuell? Also ich war hier tatsächlich unten in der Liste. Als Bärischter habe ich noch unseren Bären des Hauses überholt. Aber wenn man es sich heute anguckt, bin ich ja fast Optimist, weil wir doch eine kleine Abwärtsdynamik gerade haben im DAX. Und man sieht es an meinem Tipp. Ich glaube schon, dass grundsätzlich nach den ganzen Jahren Aufwärtstrend es ganz normal wäre, wenn mal eine Korrektur kommt und dann, wenn das mal in Korrekturmodus umschaltet, wäre das vielleicht auch tatsächlich erst der Anfang. Charttechnisch kann man es schon mal ganz klar einordnen, klares Verkaufssignal gemacht. Klar, jetzt ist diese Marke hier extrem wichtig, aber wir sind gerade in den Reports und Börsenbriefen auch, haben wir die Cashquote ein bisschen hochgefahren, schon vorsichtig aktuell, aber natürlich nicht super bearish, weil es gibt natürlich mit jedem Tag, wo es schwieriger wird, auch ganz neue Chancen. Thema Handelskrieg, was gerade ganz aktuell ist, sehen wir auch nicht so dramatisch. Ich habe jetzt gesprochen mit Hans-Olaf Henkel, Ex-BDI-Chef, kennt man ja. Der sagt, er geht nicht davon aus, dass das eskalieren wird. Er sagt, er macht sogar einen Vorschlag, die EU sollte jetzt in eine Schamoffensive gehen und anbieten, die Zölle zu senken gegenüber Trump beispielsweise. Weil Problem wäre, gerade Deutschland wäre ein großer Verlierer so eines Handelskrieges, wenn der größte Abnehmer USA hier zum Teil zumindest einbrechen würde. Hans-Olaf Henkel und Professor Sinn machen ja gerade auch eine Initiative New Deal for Britain, die wollen auch den Brexit verhindern. Da können wir uns meine Homepage noch anschauen, die habe ich auch gerade vorbereitet. Genau, das ist gesagt, man will den Exit vom Brexit quasi. Genau, das versucht man. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber klar, das wäre die Chance, dass man wieder näher zusammenrückt. Grundsätzlich glaube ich, dass diese Probleme, Handelskrieg, Zölle, gar nicht so dramatisch sind für die Märkte, wie man es jetzt denken könnte. Aber wichtiges Thema aus meiner Sicht ist einfach die Zinsentwicklung. Wir gehen hier nach oben, gerade in den USA. Und das ist historisch gesehen einfach immer ein Problem für die Märkte. Daher auch mal ein bisschen Pulver trocken halten. Aber es gibt immer Segmente, Branchen, gerade im Tech-Sektor, wo man auch schon langsam wieder zugreifen kann. Tech-Sektor, apropos, da sind wir schon beim Thema. Wir schauen auf Facebook. Jetzt haben die auch in dieser Woche ziemlich gelitten. Der Datenskandal hat sie ja ein bisschen durchgeschüttelt. Die Aktie extrem gefallen. War es das jetzt schon? Ist das Thema erstmal durch? Oder wird es noch die nächsten Tage und Wochen uns beschäftigen oder die Facebook-Aktie beschäftigen? Also Facebook bin ich ja ein großer Freund, seit dem IPO schon. Aber muss auch mal ehrlicherweise sagen, auch zuletzt zum Jahreswechsel war ich auch nochmal bullish im Heft für Facebook. Jetzt haben wir hier das Minus. Auch hier ehrlicherweise ein Verkaufssignal bei der Signallinie. Das Thema Datenskandal ist aus meiner Sicht auch ein bisschen überbewertet. Wenn es nur das wäre, könnte man hier jetzt ohne Probleme kaufen. Günstig geworden die Aktie, da warten wir ja drauf mit KGV 17 für nächstes Jahr. Aber es gibt noch so eine andere Entwicklung, dass ein bisschen Facebook so die Unschuld verliert, das Vertrauen der User, nicht nur wegen dem Datenskandal, man gerät ein bisschen zwischen die Fronten, viele fordern Regulierung, einerseits sollen die Daten verwendet worden sein für Trump, jetzt ist bei WikiLeaks aufgetaucht, dass Facebook auch wohl mit einem Wahlkampfmanager von Clinton zusammengearbeitet hat. In Deutschland wurden im Wahlkampf auch komischerweise Tweets gelöscht, die regierungskritisch waren, also Facebook verliert ein bisschen die Unschuld. Was Facebook rettet, ist einfach, sind die Töchter, was man sehr clever gemacht hat, WhatsApp-Kauf, Instagram. Man muss sehen, Instagram hat innerhalb von 2 Jahren die aktiven täglichen User von 400 Millionen auf 500 Millionen gesteigert. Schon 35% der User von Facebook erreicht Instagram. Und hier boomt es. Facebook hat man Bedenken, dass man es überreizt hat mit der Werbung. Das sieht man auch in den Algorithmen, im täglichen Gebrauch von Facebook. Da könnte Facebook ein bisschen anstoßen oben, Instagram hingegen steigt Entwicklung. Um es abzukürzen, charttechnisch haben wir hier doch unter hohem Volumen ein Verkaufssignal gemacht. Das muss man schon ernst nehmen. Also kaufen würde ich jetzt erst, nachdem es auch wieder nach oben dreht, eine entsprechende Dynamik nimmt. Wer viel Zeit mitbringt, kann das einfach durchhalten. Aber ich denke, es könnte doch mal ein paar Tage, Wochen, vielleicht Monate mal ein bisschen in den Korrekturmodus gehen. Aber wer wirklich langfristig denkt,
Da kommen ja dann die Themen Virtual Reality, 3D, die Facebook dann nochmal den neuen Schub geben. Das kommt aber erst in 2, 3, 4 Jahren. Mhm. Der wird mit Facebook auch die nächsten Jahrzehnte noch eine schöne Entwicklung machen können. Also langfristig definitiv ein Investment Case, aber aktuell eben ein bisschen kritisch. Einfach mal ein bisschen aufpassen. Da muss man gucken, was macht die Charttechnik. Wir hatten ja schon oft so Einbrüche, dieses Mal aber unter recht hohem Handelsvolumen. Mhm. Muss man beobachten, werden wir auch machen. Genau, dann schauen wir unterdessen auf ein ganz anderes Thema. Wir schauen auf Magna, da sind wir jetzt auch den Jahreschart eingeblendet. Ein bisschen volatil jetzt zuletzt. Was steckt da hinter der Aktien? Also hier noch relativ Stärke. Das ist eine Aktie, die sich recht gut entwickelt. Jetzt einen Einstieg beim Uber-Konkurrent Lyft gemacht und beim Thema selbstfahrendes Auto, Roboterauto zusammenarbeiten. Magna, haben wir schon oft darauf hingewiesen, ist nicht nur ein Autozulieferer, ein kanadisch-österreichischer, sondern baut mittlerweile wirklich in großem Maßstab für Kunden Hybrid- oder Elektroautos, für Mercedes, BMW beispielsweise, ganz neue Jaguar I-Pace vorgestellt im Merck in Graz. Können wir uns auch mal anschauen. Können wir reinschauen dann. Und jetzt eben auch die Kooperation mit Lyft, um zu zeigen, wir können nicht nur Elektroauto, wir können auch das selbst fahren. Hier ist man bei Level 4 unterwegs, also weiter als so manche Automobilhersteller, die Hardware Level 2 erst verbaut haben. Hier sieht man so eine Riesenshow im Werk im Graz mit Robotern. Also nicht nur Tesla kann Roboter, das kann Magna wirklich sehr gut. Also hier entsteht wirklich der Jaguar. I-Pace direkt. Ja. Und wir haben ja auch schon mal darauf hingewiesen, bei Magna gab es und gibt es ja das Gerücht, wir hatten hier und haben einen Kontakt in Österreich, der sagt, er hat gehört, dass vielleicht sogar Magna für Tesla beispielsweise das Model 3 für den europäischen Markt baut. Das könnte Magna, kann Magna. Insofern eine spannende Aktie mit KGV 7 bis 8 ist im Depot 2030 von Hotstock Report und da halten wir dran fest, weil das Rückschlagsrisiko in einem schwierigen Markt mit KGV 7, 8 natürlich sehr viel geringer ist und man mit solchen Autos wie ein I-Pace den Nerv der Zeit trifft. Ich glaube, das wird ein Erfolg werden, was man so an Kunden Feedback sieht. Gerüchteweise baut man auch den Z4, den neuen für BMW, noch ein klassisches Auto, aber die Zukunft für Magna liegt sicherlich im Bereich Elektroauto. Dann schauen wir auf SGL Carbon als nächsten Wert. IPS können wir mal beiseite lassen. Und bei SGL, wie Thema Auto der Zukunft, wie ist der Wert hier positioniert? SGL ist ja grundsätzlich ein spannender Wert. Es war ja schon mal vor 3, 4 Jahren die große Hoffnung, dass sich Carbon im Auto durchsetzt, weil es einfach leichter ist. BMW hat den i3 gebaut. Da waren Experten, mit denen wir gesprochen haben, Sandy Munro, absolut begeistert. Das ist die Zukunft des Autos. Genau das wird es werden. Aber man hat gesehen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich im Prinzip mehr, dem Auto lieber ein bisschen mehr PS zu geben mit mehr Batterien. Die Batteriepreise sinken, dann lohnt sich so extremer Leichtbau nicht mehr. Carbon in Kleinserien hat noch eine Berechtigung. Gussserien war bisher schwierig. BMW wird jetzt bei den neueren Autos nicht mehr so viel Carbon einsetzen. Daher ist die Aktie schwierig gewesen. Mhm. Aber die jüngsten Zahlen fand ich spannend. Wir haben jetzt Umsatzwachstum von 12% gehabt. Man wird bis 2022 den Umsatz will man noch mal um weitere 50% stärken. Ich hatte jetzt Kontakt mit einem SGL-Sprecher, der mal darauf hinwies, okay, wir haben jetzt ein Problem gelöst, Massenfertigung von Carbon. Im BMW 7er gibt es da Teile, die jetzt schon in Massenfertigung kommen. Man versucht, das Kostenproblem zu lösen einerseits. Da sich BMW aus der Partnerschaft ein bisschen zurückzieht, öffnet man sich anderen Herstellern. Volvo wird sehr viele Teile abnehmen. Hinzu kommt auch ein spannender Bereich, Batteriebereich, Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien und über den Kunden, den Hauptkunden, was dann bei Panasonic landet, landet das Material im Prinzip dann auch im Tesla. Also man sieht, das sind grundsätzlich Wachstumsmärkte, bei denen SGL Carbon unterwegs ist. Wir hatten hier das Kaufsignal, aber diese schwachen Gesamtmärkte, da sind wir schon wieder drunter. Wir haben jetzt mal eine erste kleine Position aufgenommen im Börsenbrief, Hotstock Report und werden das Thema weiter verfolgen. Eine spannende Aktie, aber charttechnisch auch volatil in diesen Tagen. Jetzt wollen wir noch ein zweites Video reinschauen, und zwar die Präsentation vom BMW i4. Werden wir jetzt auch gleich eingeblendet sehen. Hier sehen wir ihn in der Motorshow in Geneva, wird er hier vorgestellt. Wer ist denn da alles involviert? Wer profitiert quasi von der Entwicklung dieses Autos? Also grundsätzlich ganz viele Firmen profitieren natürlich von so einer Entwicklung, was Sensoren angeht, LiDAR etc., mit Sicherheit auch First Sensor, die wir beobachten, aber hauptsächlich eben Batteriehersteller wie Samsung SDI, BMW setzt auf Samsung SDI. Wir hatten letztes Jahr gesprochen mit BMW, die zeigten sich zufrieden mit Samsung SDI, mit prismatischen Batterien, die eben besonders lange halten, sicher sind. Insofern
wird hier Samsung SDI profitieren. Krüger von BMW hat jetzt gesagt, okay, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, das hochzufahren, aber ab 2020 geht es richtig los. Dieses Jahr wird man Autos mit Batterien, also hybriden Elektroautos, rund 35% steigern auf rund 140. 2019 könnte schon Richtung 500.000 Autos gehen. Und ab 2022 bis 2025 wird man wahrscheinlich schon 1 Million Autos von BMW sehen, bis zu die eine Batterie, die mehrere Batterien haben. Samsung SDI profitiert hier. Lustigen Chart haben wir gefunden. Haben wir von der Aktion der Homepage geklaut. Ich fürchte, ich kann nicht eins sein, oder doch? Aber wir hatten hier, ist ja ein Langfristfavorit von uns, finden das Papier sehr spannend, günstig bewertet. Nicht nur BMW ist Kunde, auch VW, und wir werden die nächsten Jahre den Durchbruch vom Elektroauto sehen. Das zeigen solche spannenden Autos wie der i4. Aber wir hatten hier jetzt diesen Aufwärtstrend jetzt erstmal gebrochen. Zwar eine schöne Gegenbewegung, aber jetzt dieses Niveau. Also sprich, die ist auf der Empfehlungsliste. Wir haben hier aber auch im Depot den Stopp mal gezogen hier, beobachten das. Aber auf lange Sicht finde ich die Aktie von Samsung SDI wirklich extrem spannend, weil da wird noch einiges kommen, und es gibt auch jetzt einen neuen Vorkommentar von einem Fondsmanager, der sagt, Batteriehersteller hatten die letzten Jahre ein bisschen Überkapazitäten, aber derzeit wird man überrollt mit Nachfragen, weil alle großen Automobilhersteller die Quote mit Elektroautos von quasi 0 auf 25% ihrer Produktion hochzehren werden. Und das kommt jetzt ab 2019 vereinzelt, 2020 dann richtig, und dann bis 2022 wird jeder Große richtig viele Elektroautos bauen. Da werden wir Samsung SDI mit Sicherheit im Auge behalten und im Depot auch wieder ein Comeback feiern. Dann schauen wir noch auf ein letztes Thema, das Thema Blockchain, Bitcoin. Wir haben ja die Korrektur zuletzt gesehen, ist sie beendet, geht sie noch weiter? Was ist der Stand der Dinge? Ist eine gute Frage. Wir haben ja einen Spezialdienst auch gestartet, den Bitcoin Report Premium. Da haben wir das Glück sozusagen, dass wir von dem Depotvolumen nur 7-8% in Coins investiert haben, weil klar, dieser Aufwärtstrend, das war hier schon ersichtlich, ist zu stark gewesen, gehypt gewesen. Ich habe jetzt mal mit einigen Bitcoin-Millionären gesprochen die Woche. Einer davon, der auch sehr bekannt ist in der deutschen Medienlandschaft, der hat ganz klar gesagt, er hat Gewinne mitgenommen in dem Markt. Er sieht das skeptisch. Klar, wir haben ja viele Regulierungsprobleme. Aber es gibt natürlich auch die positiven Stimmen wie Twitter-Top-Manager, der sagt, okay, er glaubt, Bitcoin wird langfristig die einzige Weltwährung werden, löst alles andere ab. Ich meine, nicht auszuschließen, dass Bitcoin sich tatsächlich stark durchsetzt, aber so einfach wird der Weg nach oben nicht gehen. Aber wenn das so käme, hätten wir Kursziele im Millionenbereich natürlich. Ich weiß nicht, ob wir dann später nochmal die Grafik haben. Kurz zum Chart. Abwärtsdynamik nimmt jetzt ab. Wir werden hier flacher. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Also wir haben jetzt nicht mehr den ganz großen Abwärtsdruck, aber es ist noch nicht entschieden, ob wir in eine lange Konsolidierungsphase eingehen, wie es 2014 schon war. Das hieße Geduld mitbringen, vielleicht wird es nochmal deutlich günstiger, bevor es dann richtig wieder nach oben geht, oder ob wir jetzt schnell nach dem doppelten Boden nach oben gehen. Wir sind noch ein bisschen vorsichtig, warten auf die richtigen Kaufsignale. Heute schreiben wir den Bitcoin Report dann mehr dazu, wie wir jetzt vorgehen. Da sehen wir auch die Grafik, die du gerade angesprochen hast, den Vergleich hier. Hier sehen wir Geld, das im Umlauf sich befindet, im Vergleich zu auf deiner Seite. Genau, Bitcoin. Also Bitcoin ist trotz des Anstieges, und obwohl wir jetzt korrigiert haben, sind wir auf Jahressicht da immer noch 700% im Plus, muss man ja sehen, noch sehr winzig. Also wenn das so käme, dass man die Weltwährung werden würde, also nicht ganz viel Freizeichen man dahinter setzen sollte, seriöserweise, dann wäre hier noch extrem viel Potenzial. Aber wir wissen, es gibt Skalierungsprobleme, Regulierungsprobleme. Aber grundsätzlich bin ich schon langfristig positiv für Bitcoin. Es ist schön, dass es gibt. Es braucht eine Währungsalternative. Auch Herr Henkel hat erst im Gespräch mit uns nochmal darauf hingewiesen, dass langfristig die Inflation unausweichlich ist aufgrund der extremen Geldpolitik, die man macht, nicht nur in Europa. Und spätestens dann, wenn hier Inflationsraten nochmal nach oben gehen, wird es nochmal sehr spannend beim Bitcoin. Insofern, wie immer der Tipp, mal einen kleinen Fuß reinstellen, bei dem Thema dabei bleiben. Es wird nie mehr ganz weggehen, aber bitte nicht in den größten Hype reinkaufen, sondern sich erstmal beruhigen lassen, das Ganze. Du hast uns auch noch eine Aktie zu der Thematik mitgebracht, Artnet. Wie ist denn hier der Bezug zu Blockchain? Ja, Artnet geht leider nur seitwärts die ganzen letzten Monate und Jahre, ist aber günstig bewertet, muss man sehen, so als Kunstmarktdatenplattform in vielen Bereichen weltweit führend, New York, Niederlassung, mit Kursumsatzverhältnis von 1 sehr günstig bewertet, aber das Umsatzwachstum kommt noch nicht so, das Management kommt noch nicht so in Schwung. Jetzt Zahlen vorgelegt, die waren okay. Ich habe jetzt mal nochmal
Kontakt gehabt zum Altnet-Vorstand Papst und der auch 2018 eine solide, gute Entwicklung erweitert, nicht das Wachstum brutal forciert, aber in neue Produkte investieren will. Grundsätzlich spannend, man sieht es hier, aber es fehlt eben noch das große Kaufsignal, die Impulse. Ich habe ihn gefragt, wie sieht es aus mit der Blockchain bei Altnet, also die Struktur, die Technologie hinter dem Bitcoin, ja, wie wir mittlerweile, glaube ich, alle wissen. Und er sagt, das ist tatsächlich eine interessante Frage und man macht sich große Gedanken, man prüft das, weil klar, gerade im Kunstbereich, wenn hier die Preise von Bildern gezeigt werden und die Eigentümerstrukturen, wäre das nicht ideal, wenn man das genau unverfälschbar rückverfolgen kann, wann wurde das Bild, zu welchem Preis, von wem gekauft, wem gehört es, Besitztumsrechte, auch Copyright-Rechte könnten dadurch künftig vielleicht geklärt werden. Ist natürlich noch am Beginn bei Altnet, aber ist eine interessante Entwicklung auch. Auch das Papier werden wir in den nächsten Wochen intensiv nochmal beleuchten, auch im Aktionär-Hotstock-Report. Okay, dann Dankeschön für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Danke auch, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.